Ihr seht nicht aus, als würdet ihr schwimmen, so massiv wie ihr seid. Ja, euch auch einen guten Tag. Ich bin überrascht, dass ihr mit uns reist, Evelyn. Carver, nicht. Ihr habt so viel mit der Wache zu tun, da muss es doch eine Bürde sein, mit Flüchtlingen herumzuziehen. Es ist irgendwie beruhigend, dass ihr mich beschimpft, als würde ich zur Familie gehören. Das war nicht... Nein, so habe ich es nicht gemeint. Ich weiß. Aber ihr solltet froh sein, dass ich es so aufgefasst habe. Also, seid ihr bereit? Vor uns liegt ein langer Weg. Wenn ihr hier noch irgendetwas zu klären habt, dann solltet ihr das besser jetzt erledigen. Ich bin bereit. Lasst uns gehen. Sehr schön, wir haben schon genug Zeit verschwendet. Wir haben uns für einen der verborgenen Zugänge entschieden. Die tiefen Wege werden hübsch jungfräulich sein und nur darauf warten, dass wir in sie eindringen. Ah. Das nenne ich mal eine interessante Bildersprache. Es wird etwa eine Woche dauern, bis wir tief genug sind. Und wir werden vermutlich auf Versprengte der dunklen Brut treffen, die noch von der Verderbnis übrig sind. Große Risiken, große Belohnungen. Wir sollten keine unnötigen Risiken eingehen. Das hier ist nicht irgendein törichtes Wagnis. Wir werden Erfolg haben. Also dann, bevor wir... Moment mal, wer hat diese alte Frau eingeladen? Verzeiht, dass ich euch unterbreche, Sir Zwerg. Aber ich muss mit meinen Kindern sprechen. Nicht, Mutter. Wir haben doch darüber gesprochen, wie wichtig das hier ist. Beantworte mir nur eine Frage. Hast du etwa vor, Carver mitzunehmen? Er muss mich nicht unbedingt begleiten. Denkst du wirklich, ich lasse dich die tiefen Wege nach einem Jahr im Verborgenen alleine stürmen? Oh nein, du brauchst mich. Bitte, Carver. Die tiefen Wege sind zu gefährlich. Ich könnte es nicht ertragen, wenn dir irgendetwas zustoßen würde. Also, ihr werdet ohnehin nicht jeden mitnehmen können, der euch einfällt. Ihr müsst euch entscheiden. Oh, dem Erbauer sei Dank. Was? Das ist doch Irrsinn! Du brauchst mich da unten! Wir können nicht beide in die tiefen Wege gehen. Es ist einfach zu gefährlich. Dein hilfloser kleiner Bruder muss also zurückbleiben und sich um die Hühner kümmern? Ich verstehe schon. Carver, deine Schwester tut nur, was sie für das Beste hält. Ich weiß, und ich sollte vermutlich das Gleiche tun. Ist euer persönliches Drama jetzt vorbei? Dann lasst uns aufbrechen. Wir haben lange auf diesen Moment gewartet, nicht wahr, Bruder? Ja, das haben wir. Die tiefen Wege erwarten uns. Nein, das kann nicht stimmen. Der Champion war eine Abtrünnige, die nach Kirkwall kam, um den Sturz der Kirche voranzutreiben. Ihr jedoch behauptet, das sei nicht der Fall gewesen. Es war also reiner Zufall, dass der Champion mit den Kunari zu tun hatte und sich mit einer bekannten Seeräuberin, einer Blutmagierin und einem abtrünnigen grauen Wächter zusammengetan hat. Und wofür? Für Geld? Vielleicht ist es ja nicht ganz so einfach, wie ihr denkt, Sucherin. Einfach? Muss ich euch wirklich daran erinnern, was eure Freundin getan hat? Muss ich euch erzählen, wie viele Leben ausgelöscht wurden? Und wie viele noch folgen werden? Ihr könnt nicht einfach hier sitzen und mir erzählen, sie sei unschuldig. Ich weiß nicht genau, ob unschuldig wirklich das Richtige... Sie muss davon gewusst haben. Irgendwoher wusste der Champion, was da unten war. Deshalb wollte sie auch an eurer Expedition teilnehmen. Nein, keiner von uns wusste davon. Wäre es so gewesen, dann wäre das alles vollkommen anders ausgegangen. Ach, tatsächlich? Nun, dann erzählt mir doch eure Version dessen, was sich auf dieser Expedition zugetragen hat. Nun ja, wir haben die tiefen Wege wie geplant betreten. Allerdings sind wir nicht besonders weit gekommen. Es gab einen Einsturz. Unser Weg ist blockiert. Was?
Gibt es noch einen anderen Weg? Ich konnte bislang keinen finden. Die Nebengänge sind zu gefährlich. Nutzloses Pack! Wofür bezahle ich euch Gesindel eigentlich? Schlagt das Lager auf! Gibt es Probleme, Bruder? Diese verfluchten tiefen Wege. Wer weiß, wie lange es dauert, den Weg freizumachen. Sollten wir nicht lieber nach einem anderen Weg suchen? Das erschien mir logischer. Denkst du, ich bin ein verdammter Idiot, Varric? Die Späher sagen, die Nebengänge sind zu gefährlich. Seht ihr? Und genau deshalb sollte man jemanden wie mich bei sich haben. Wir sehen uns das mal an. Falls wir schreiend zurückgerannt kommen, weißt du, dass es die richtige Entscheidung war, hier zu bleiben. Na schön, sucht nach einem anderen Weg, aber beeilt euch! Genau deshalb habe ich die Wächter verlassen. Ich hasse diese verdammten tiefen Wege. Ich hasse es, eure Probleme noch zu vergrößern, meine Freunde, aber mir bleibt leider keine Wahl. Ich fürchte, mein Junge ist weggelaufen. Er muss irgendwo in diesen Gängen sein. Ich bitte euch, haltet die Augen nach ihm offen. Er ist sich der Gefahr einfach noch nicht so bewusst wie andere. Wann habt ihr ihn zum letzten Mal gesehen? Vor weniger als einer halben Stunde. Ich habe mich umgedreht, um die Rationen zu verteilen, und dann war er fort. Er lässt sich so leicht ablenken. Ach, ich hätte mit meinen Warnungen härter sein sollen. Wir müssen die Nebengänge absuchen. Wenn auch nur die geringste Chance besteht, werden wir ihn euch zurückbringen. Der arme Sandel. Ich kann nicht glauben, dass er das getan hat. Na los, beeilen wir uns. Dunkle Brut. Ein weiteres wundervolles Geschenk der Magister. Vielleicht ansehen. Ich frage mich, wie viel die Zwerge hier einfach zurückgelassen oder vergessen haben.